Als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, sprach ich kein einziges Wort Deutsch. Ich dachte, jeder Deutsche fährt einen schwarzen Mercedes. Und ich konnte gar nicht verstehen, warum Fußgänger warten, um eine Straße zu überqueren, selbst wenn kein einziges Auto in Sicht war. Heute aber verabrede ich mich mit meinen Freunden mindestens eine Woche im Voraus. Heute suche ich in einem Laden nach einer Warteschlange, selbst wenn sonst niemand im Laden ist. Heute rufe ich die Fahrradfahrer hinterher, wenn sie auf Gehwegen fahren. Hallo zusammen, mein Name ist Saketa Musinipalli. Ich bin Diplomat und arbeite im diplomatischen Dienst Indiens. Von 2016 bis 2018 habe ich Deutsch als Fremdsprache gelernt und gleichzeitig in der indischen Botschaft in Berlin gearbeitet. Derzeit studiere ich am Middlebury Institute in Kalifornien mit einem speziellen Fokus auf diplomatisches Dolmetschen. Um ehrlich zu sein, als ich anfing, Deutsch zu lernen, dachte ich, dass ich nicht mehr als 3 Monate brauchen würde, um souverän über politische Themen zu diskutieren oder ein paar gute Witze zu machen. Aber leider hat die deutsche Sprache andere Pläne für mich. Es war 2 herausfordernde, aber auch 2 lehrreiche Jahre. Und ich möchte diese Jahre nicht missen. Was mir sicherlich geholfen hat, ist das Aufwachsen in einem multikulturellen und vielfältigen Land wie Indien, wo die meisten Menschen mehrsprachig aufwachsen. Meine Damen und Herren, für Indien ist Deutschland nicht nur ein wichtiger wirtschaftlicher Partner, sondern auch ein strategischer Partner. Auf der anderen Seite zieht Deutschland in Indien eine lebendige Demokratie mit einer schnell wachsenden Wirtschaft. Im letzten Jahrzehnt hat sowohl die wirtschaftliche als auch die politische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern deutlich zugenommen. Als junger Diplomat in der indischen Botschaft hatte ich das Privileg, eine Reihe von hochrangigen Gipfeltreffen aus erster Hand mitzuerleben. Vom G20-Gipfel in Hamburg bis hin zu den deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Wussten Sie schon, dass Indien zu einer ausgewählten Gruppe von Ländern gehört, mit denen Deutschland solche hochrangigen Konsultationen abhält? Und als ich eingeladen wurde, über eine besondere Erinnerung oder Eigenschaft Deutschlands zu sprechen, dachte ich zuerst, dass das sehr leicht sei. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto schwieriger wurde es für mich. Deutschland ist so vielfältig, von Hightech über Tradition und Natur bis hin zu Sport und Kultur. Es gibt so viel, über das ich sprechen könnte. Und ich schätze mich sehr glücklich, einen Teil dieser Vielfalt in Berlin erlebt haben zu dürfen. Besonders beeindruckt hat mich, wie sehr sich Menschen für Themen wie den Kampf gegen Klimawandel, den Ausbau erneuerbarer Energien und grünes Wachstum engagieren. Ich denke, dieser Enthusiasmus ist die perfekte Ergänzung zu Indiens eigenen Bemühungen, erneuerbare Energien zu fördern und Klimawandel zu bekämpfen. In der Tat ist Indiens Kapazität an erneuerbare Energien die 4. größte der Welt und wächst am schnellsten in allen großen Ländern. Genau wie Deutschland zeigen wir der Welt, dass eine nachhaltige Umweltpolitik auch wirtschaftlich sinnvoll sein kann. Indien und Deutschland haben eine langjährige und erfolgreiche Beziehung, von der Zusammenarbeit bei der Reform des UN-Sicherheitsrates bis hin zur Sicherstellung einer regelbasierten internationalen Ordnung, vom gemeinsamen Engagement für Demokratie sowie freien und fairen Handel bis hin zu gemeinsamen Zielen im indopazifischen Raum. Aber das ist erst der Anfang. Ich blicke optimistisch in die Zukunft und ich möchte mit einem Zitat von Premierminister Narendra Modi enden. In einer Welt, in der Herausforderungen und Chancen nahtlos ineinander übergehen, können Indien und Deutschland auch starke Partner sein, um eine menschlichere, friedlichere, gerechtere und nachhaltige Zukunft für die Welt voranzubringen. Dankeschön.